Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Fallout 3 auf der PlayStation 3 vom PS3 circa YouTube Gamescom. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal zu den Waffen. Und ich bin ja richtig glücklich gerade, wenn man das so sagen darf. Warum nicht glücklich? Weil ich gerade erfahren habe, dass GTA 5 in First Person rauskommen soll. Also in der First Person Ansicht. Und zwar besser gesagt, der Trailer wurde von Rockstar schon veröffentlicht. Geil! Moin, moin! So, aber jetzt kümmern wir uns um Fallout 3. Bleiben Sie sofort stehen! Ich geht noch mehr Kakerlaken! Ich habe gestern ja zum ersten Mal in meinem ganzen Leben einen sogenannten Livestream gemacht. Da hatte ich auch Fallout Let's Play. Wer mich gerne bei Twitch sehen möchte, kann das gerne machen. Sie müssen mir helfen. Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken. Einfach bei Twitch der junge Zocker suchen. Vielleicht mich da abonnieren und dann, wenn ich mal Zeit habe, streame ich mal live. Dann können wir mal ein bisschen quatschen. Butch! Da drüben! Butch! Du warst immer ein richtig großes Arsch. Selber schuld hier. Komm her, Butch. Ah, was ist los, Butch? Selber schuld. Ne? Der Butch ist ein richtig krasses, ein richtig krasses Arsch, muss man hart so sagen, ne? Guck mal hier, wir können sogar die Beine wegtrennen. Das habe ich gemeint. Also, das ist ein richtig brutales First-Person-Spiel. So, aber wir müssen jetzt hier raus. Kommt mal mit. Oh. Heilige Scheiße. Okay, gehen wir lieber hoch. Verdammt, noch mehr Kakerlaken. 101. Wir sind hiermit aufgefordert. Ah, junger Herr. Und jetzt weg hier. Jawohl, oh Scheiße. Gehen wir gleich in dieses Fallout Artorium oder wie das heißt. Und schau mal. Wir sollten einfach in unsere Quartiere zurückkehren. Moin, moin. Warum machst du das? Was wollt ihr hey. Denn bitte? Bleib doch stehen. Ach, halt nicht. Kein Zugang. Auch kein Zugang. Alter, jetzt krieg ich langsam Schiss hier. Hier geht's hoch. Guck mal, diese Seil. Oh, ist das nicht süß. Kleine, süße Red-Kakerlaken. Was mein blöder Vater? Was mein blöder Vater? Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß ja nicht mal, was hier abgeht. Ich hab doch gesagt, ich weiß nichts. Sei vernünftig, Amata. Officer. Jetzt habe ich dich. Boah, ey. Was geht denn ab hier? Das wirst du Officer Mac, komm her. Kollege, was ist los, hä? Ich wurde getroffen. Wir müssen nämlich hier aus dieser Vault raus und ins Ödland der Hauptstadt. Nee, keine Bewegung. Ich nicht. Der Aufseher, da ist er. Die Legende. Die Legende. Der Chef, der Boss, der Babu. Aber den zu töten ist nicht so leicht. Ach komm, einmal noch Messer. Jetzt habe ich dich. Ach, leck mich doch auf sehr. Ey, ich glaube, ich muss da zu härteren Mitteln greifen. Ah, ne, doch nicht. Unser. Naja. Baller einmal den Kopf weg von dem. Komm. Zack. Zack. Stirb endlich. Stirb. 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 Stirb! Alter, warum willst du nicht sterben? Bam! Bam! Ciao, Sicherheitschef Hennen. Helm des Sicherheitsdienstes. Da hinten liegt die Leiche des Aufsehers. Büroschlüssel, Kennwort, wunderbar! Da haben wir ja alles, was wir brauchen, um hier die Vault zu verlassen, den Atombunker.
Moin Moin Amada. Schnackseln tun wir nachher. Schnackseln, Schnackseln, Schnackseln. Hi. Ganz schnell hier raus, komm. Tunnel des Aufsehers öffnen. Jetzt verlassen wir langsam die Vault. Hier machen wir ganz schnell zu. Zack. Und die Türe zu. Sicher ist sicher. Okay. Da sind wir schon. Verlassen wir die Vault 101 und dann werdet ihr hier einen kleinen Orgasmus bekommen, wenn wir die Vault verlassen. Ja, genau hier ist ein Schalter. Sieht man erst gar nicht richtig. Und jetzt öffnen wir den Bunker. Den Atombunker, wie gesagt, die bombensichere Türe. Was gleich das Licht hier an. Und die Türe wird geöffnet. Amada, wir sehen uns. Ich komme wieder irgendwann mal. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann mal. Und jetzt können wir die Vault verlassen. Und das seht ihr im nächsten Part. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Part. Und bis dann. Und dann verlassen wir...